ITA gibt die Statusvorteile bekannt. Lufthansa Airbus A340-600 hat sich den Staub aus dem Blechkleid polieren lassen und fliegt wieder mit Passagieren. Des Weiteren, Fracht am Frankfurter Flughafen wird immer wichtiger und bricht alle Rekorde in 2021 im Gegensatz zu den Passagieren. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. Heute wieder aus Oslo in der Lounge. Wer es gesehen hat beim letzten Mal, letzte Woche, der hat es direkt wiedererkannt. Selbe Stelle, selbe Welle. Aber auch an dieser Stelle bleibt euch das nicht erspart. Abonnierbefehl. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ganz, ganz wichtig, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Wir können natürlich mit dem Like wie immer warten bis zum Ende der Show. Uns tut die Sendezeit ja auch gut, wenn ihr alles schaut. Und ganz, ganz wichtig, unten kommentieren. Ja, Frankfurter Flughafen, erstes Thema. Zürich hatten wir besprochen. Frankfurt steht dem nichts nach. Man hat in 2021 natürlich sehr, sehr viele Federn lassen müssen. Man hat zum Beispiel Ryanair verloren. Ryanair hat die Landegebühren genannt, aber es gibt da auch Hinweise aus einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo Ryanair gesagt hat, es geht ihnen einfach nicht schnell genug, ganz genau. Das heißt, die Turnaround-Zeiten von 25 Minuten kann man in Frankfurt nicht wirklich garantieren. Es gab Streik und so weiter. Aber lass uns in die Zahlen einsteigen. 24,8 Millionen Passagiere in 2021, ganz genau. Das ist zwar ein Drittel mehr als in 2020, aber wenn wir es mit dem Jahr vergleichen, 2019, dann waren das noch 70,6 Millionen. Das sind ganz andere Zahlen. Also, Passagierzahlen runter, aber bei der Fracht geht es nach oben. Bei der Fracht in 2021 wurde so viel Fracht umgeschlagen wie noch nie. Der Chef vom Flughafen oder von der Fraport, wie das so schön heißt, Airport-Chef Stefan Schulte, sagt, er möchte für 2022 auch keine Prognose geben, weil egal was sie machen, die Prognose wird überrollt. Also man hat jetzt das Problem mit Omikron und man hat andere Probleme, deshalb kann man das nicht so ganz abschätzen. Die Fraport ist ein börsennotiertes Unternehmen, das gab direkt dann einen Kurs nach oben, aber die Aktie drehte dann wieder ins Minus und schloss dann mit einem 0,25% Abschlag, dass die Aktie also bei 64,16 Euro liegt. Das für alle, die Aktien haben. Ich selber habe keine Aktien investiert. Also insofern ist der Hinweis, keine Empfehlung, keine Kaufempfehlung, keine Verkaufsempfehlung. Das müsst ihr alles selber entscheiden. Aber wir merken, die Flughäfen sind halt sehr, sehr gebeutelt in der Zeit. Aber Fracht ist halt ein Riesenthema. Deshalb hat man ja auch bei Lufthansa zum Beispiel das Thema mit den 321 Passenger to Freighter. Also das heißt, aus Passagierflugzeugen werden Frachtflugzeuge eine Sache, die man daran zum Beispiel merkt. Im Schnitt gerade festgestellt, ich muss einen Nachklapp machen. Also nochmal den A340-600. Ich habe es einfach vergessen, aber es ist aufgefallen. Also der Airbus A340-600 ist wieder zurück im Dienst, hat sich die Falten aus dem Blechkleid schlagen lassen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Lufthansa festgestellt hat, sie haben keine First Class. Ganz genau. Die A350, die mit der First Class kommen sollen nach München, 10 Stück, die kommen ja erst nächstes Jahr, also in 2023. Und man braucht First Class Flugzeuge. Und dieses Flugzeug war genau wie der 380er einfach schon abgeschrieben und war tot. Aber Totgesagte leben länger. Was will man dazu noch sagen? Und zwar ganz einfach, die A340-600, die erste, ist jetzt wieder aus Malta zurück, war in Teruel, ist am 17.01. um 20.07 Uhr in Frankfurt gelandet. Es handelt sich um die Delta Alpha India Hotel Tango. Hatte seinen letzten Flug mit Passagieren März 2020 und ist dann im Mai 2020, also fast anderthalb Jahre im Deep Storage gewesen. Und deshalb musste das Flugzeug von Teruel, und das ist Ende November passiert, ich habe das Datum auch aufgeschrieben, 29. November nach Teruel überführt worden, schon von Teruel nach Malta überführt worden. Da gibt es eine Lufthansa-Technik und da ist das Flugzeug wieder fit gemacht worden. Und die Lufthansa will das Flugzeug jetzt erstmal in Frankfurt
stehen lassen, bis die anderen fünf alle da sind. Ab April soll es dann nach München gehen und von München aus betrieben werden, damit man wieder eine First Class ab München hat. Aber es ist eine temporäre Lösung. Also ganz, ganz wichtig, diese Lösung ist nicht eine permanente und die 340-600er werden gehen. Wer das Flugzeug mag, intern wird das Ding ja auch Galeere genannt, weil unten die Galley ist und wer da alleine unten die Trolleys runterfährt, ist wie in so einer Galeere am Arbeiten. Ist ja offiziell ist der Name auch verboten, sollte man nicht nennen. Böse, böse. Ist es auf jeden Fall so, dass das Flugzeug noch benutzen solltet und ausprobieren solltet, sind ja auch diese 10 Toiletten unten hinten in der Economy. Das ist ja auch etwas Besonderes im Lower Deck, also einmal unter der Economy Class drunter, wo normalerweise Fracht ist. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, totgesagt, Leben länger. Und der A340-600 eigentlich ein Flugzeug, was ich mag. Was man auch merkt, wo es vorwärts geht, das ist ITA. Ganz genau, die freundlichen Italiener von der Alitalia, die haben in ihrem neuen Programm, das heißt Volare, hat nichts mit Mille Miglia zu tun, weil das durften sie ja damals nicht kaufen, weil es musste ja auch ein ganz knallharter Cut sein zur Alitalia. Genauso, deshalb hat man ja auch den Namen Alitalia nicht benutzt, aber man hat ihn gekauft, damit kein anderer sich Alitalia nennen kann. Und die haben halt 230.000 Mitglieder. Da war natürlich der Statusmatch jetzt nicht wirklich so unhilfreich, hat die Kunden da reingezogen, reinbekommen. Und man sieht ja an den Zahlen, dass das was geworden ist. Die ersten Statuskarten sind per E-Mail verschickt worden. Ihr seht das da. Da seht ihr meine Karte. Die Nummer habe ich natürlich weggelassen. Wer da sich darüber aufregt, dass die Punkte nicht durchgängig sind, da stand meine Nummer. Die Karte ist auch virtuell, also es ist jetzt keine, die man in ein Wallet stecken kann oder irgendwas. Da soll es ab 1. März eine Lösung geben. Am 28. Februar will man live gehen mit dem Programm. Aber man hat jetzt auch die Statusvorteile genannt. Jetzt lass uns mal die Statusstufen durchgehen des ITA-Vielfliegerprogramms. Es gibt den Smart Level, das ist das Einsteiger-Level, also eine Basisstufe. Und da gibt es halt nichts, außer dass man die Punkte sammeln kann und die Punkte dann einlösen kann. Mehr gibt es da nicht. Dann ist das Plus-Level, heißt Priorität auf der Warteliste, separater Kundenservice und Check-in am Business-Counter. Premium-Level, alle oben genannten Vorteile, natürlich auch 24/7 Kundenservice, Priority-Boarding, logischerweise Spezialbehandlung an Bord. Ich weiß nicht, was es ist, eine Massage, eine Nackenmassage, wäre schön auf jeden Fall, ich weiß nicht. Und dann alle oben genannten Vorteile, hatte ich ja genannt, aber Lauschzugang ist halt dabei. Dann, nachdem wir den Premium-Level haben, gibt es da auch dann nochmal, Entschuldigung, Executive-Level haben. Das ist der Status, den ich habe. Das ist von einer Hon-Karte geswappt. Es gibt auch Kunden, die eine andere Karte genutzt haben und den bekommen haben. Die haben halt auch die Vorteile, Loungezugang und so weiter. Da hat man eine kostenlose Mitnahme der Golfausrüstung, also für Golfer interessant. Loungezugang inklusive einem Gast, also Lasagne essen zu zweit. 24/7 Kundenservice gab es auch vorher. Gratis Essen und Getränke an Bord, also wahrscheinlich bei den Bezahlmodellen, so wie es die Airlines mittlerweile haben, dass man da so wie bei SAS zum Beispiel was umsonst bekommt, was sonst Geld kostet und Einladung zu exklusiven Veranstaltungen. Ich weiß nicht, was es heißt, lasst uns da überraschen. Vielleicht wird es so sein wie beim Hon-Service, der Lufthansa, ich weiß es nicht. Dann gibt es noch einen Vorteil, da ja die Alitalia-Nachfolgefirma genauso in der SkyTeam ist, wie Alitalia war, mappt natürlich der Executive Level in den SkyTeam Elite Plus. Muss ich natürlich nachgucken. Das ist mein erster SkyTeam-Status gematcht. Aber ich versuche ihn zu verteidigen, je nachdem, wie die Bedingungen sind bei Alitalia. Also, da habt ihr bei anderen Fluggesellschaften, wäre zum Beispiel Aeroflot, dann Air France, KLM, Delta, Korean Airways, aber auch China Eastern, um einige zu nennen, da gibt es noch ganz andere. Da habt ihr die Vorteile bei denen, dass ihr Loungezugang habt, Fast Track an der Immigration und an der Sicherheitskontrolle, logischerweise, wo es verfügbar ist. Dann zusätzliches Freigepäck, dann gibt es Priority am Standby, heißt also, wenn ihr ein Ticket habt, aber keinen Sitzplatz, dann seid ihr vorne in der Futterkette. Garantierte Verfügbarkeit auch bei ausgebuchten Flügen. Und dann natürlich Priority Check-in mit Priority Seating, also sowas wie Exit Row, erste Reihe und so weiter. Wer den Match noch nicht gemacht hat, kann ihn auch noch machen. Einfach hinschreiben an Alitalia oder ITA, ist halt immer noch Alitalia, wobei die Karte sehr hübsch ist.
Und bei dem Match müsst ihr halt wirklich eure eigene Karte, die ihr erflogen habt, angeben. Also es ist kein gematchter Status. Nicht, dass ihr jetzt irgendjemand bei Alitalia rübergewandert ist, zur Lufthansa den Senator geholt hat, mit dem Senator jetzt versucht, ein Match zu machen. Macht's lieber mit der Alitalia-Karte. Also insofern, man muss das nachweisen. Hat bei mir, glaube ich, 2 Wochen gedauert oder sowas. Warum es spannend ist, ganz einfach, die werden auch in den Dachraum fliegen, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hamburg ist zum Beispiel ein Ziel. Die werden 100%ig nach Frankfurt fliegen, Berlin wahrscheinlich auch. Also da wird es genug Möglichkeiten geben, Wien, Zürich. Wären ja doof, die Italiener, wenn sie es nicht machen würden. Warum? Sie suchen ja auch ihr Heil in der Langstrecke. Und vielleicht sollte ich mal ein Special zu der ITA-Geschichte machen. Ich mache mal eine Special-Sendung zu ITA. Ich schreibe mir das auf und dann gucke ich mal, wie schnell ich das schaffe. Also wie gesagt, macht einfach den Match und dann könnt ihr auch von den Vorteilen partizipieren. Ihr könnt ja auch unten in die Shownotes reinschreiben, ob ihr den Match gemacht habt, von welchem Status ihr gekommen seid und welchen Status ihr bekommen habt. Nur damit man mal so einen Überblick bekommt und ob die da eine Logik drin haben oder ob es da auch, wie bei anderen Fluggesellschaften, manchmal Glück oder Pech gibt. Also ganz einfach unten schreiben. Eine weitere Fluggesellschaft, die ich auch früher gerne frequentiert habe, ist British Airways. Die haben einen Avios Sale und zwar gibt es 50% Bonus. Normalerweise kann man bei British Airways 100.000 Avios kaufen. Diese Grenze ist erhöht worden auf 200.000. Das heißt, man kann 200.000 kaufen. Diese 200.000 gibt es 100%, schon 50% Bonus. Das wären also zusammen 300.000 Punkte. Und jetzt fragt ihr natürlich, was die kosten. Ich gucke einfach gerade noch mal nach. Aber ich meine, es wären 3.601 Euro gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also 3.600. Keine Ahnung, warum ich das nicht aufgeschrieben habe. Aber gut, dass ich es im Kopf habe. Ja, also wie gesagt, man darf maximal 100.000 Punkte normalerweise kaufen. Jetzt ist es ausgehebelt durch solche Aktionen, was ja auch öfter gemacht wird. Aber wer bei British Airways sammelt, sollte lieber bei Iberia verbrennen. Man kann ja zwischen den beiden Programmen kostenlos hin und her tauschen. Weil, warum? Ganz einfach, weil British Airways höhere Treibstoffzuschläge sind. Und was ihr auch wissen solltet, ist, bei British Airways verfallen Punkte nach 36 Monaten Inaktivität. Ganz genau. Was soll ich noch zu British Airways sagen? Wer es mag, mag es. Wer es nicht mag, mag es nicht. Es ist halt mit der Business Class, wo man entgegengesetzt der Flugrechnung setzt. Also solche Sachen sind da. Und man sagt ja auch kesserweise, dass die Business Class eigentlich die First Class da sei. Und ich kann das nicht so ganz sagen. In den 350 1000er zum Beispiel haben die eine sehr schöne Business Class, die neu ausgerollt worden ist. Also insofern, guckt es euch an, schaut es euch an, probiert es aus. Dann, wer in dem Trott ist und Beta-Tester sein möchte bei der DKB Bank, da gab es gestern einen Hinweis von einem unserer Zuschauer. Er hat uns geschrieben, dass er eine E-Mail bekommen hat, die hat er uns weitergeleitet und da steht drin, liebe Testerin, willkommen zum Test der Miles & More Credit Card App für Android. Innerhalb der nächsten 8 bis 10 Wochen können Sie die Beta-App ausgiebig testen. Mit Anklicken des Links gelangen Sie in den Google Play Store zur Beta-Version. Ihr seht ja hier, wie das im Play Store aussieht. Und wenn Sie aufgefordert werden, akzeptieren Sie bitte die AGB des Beta-Programms. Danach können Sie Beta-Version installieren und mit dem Testen starten. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an, also die normalen Zugangsdaten, die ihr bisherigen Miles & More App drin habt, also Credit Card App, ne, ganz wichtig. Auf derselben Seite im Google Play Store können auch Kommentare zur Beta-Version der App abgegeben werden, die nur die Entwickler und Sie selbst einsehen können. Also ich bin selber auf die Beta-Seite gekommen. Ich habe es nicht runtergeladen, weil ich eine Kreditkarte nicht habe. Ich muss mal gucken, ob ich es hätte installieren können, weil normalerweise habe ich einen amerikanischen Play Store. Deshalb weiß ich nicht, ob es mit der deutschen Seite geht. Ihr könnt mir persönlich eine Nachricht schicken auf WhatsApp. Ich schicke euch den Link einfach mal weiter und ihr könnt es gerne ausprobieren. Das waren auch schon wieder die heutigen Themen aus der Osloer Lounge zum Thema Frequent Traveler TV Takeoff. Und ich freue mich auf eure Kommentare und vor allem, ganz, ganz wichtig, ne, Kommentare unten, das Like jetzt da lassen, weil ihr habt es ja durchgehalten und abonnieren. Abonniert einfach den Kanal, dass wir vielleicht die 1500 ja, diese Woche noch schaffen. Das wäre super. Da würde ich mich richtig gehend freuen und die Glocke anmachen, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn der Hoffmeister auch wieder mit mir auf Sendung geht, wahrscheinlich übermorgen mit der Lufthansa Update. Group Update, so heißt es ja ganz genau richtig. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis bald bei Frequent Traveler TV. Also bis dann, ciao.